Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge vom Rainbow Town Projekt zusammen mit der Easy. Hi, was geht ab? Minecraft Rainbow heißt das Ganze. Minecraft Rainbow, richtig. Und ja, nicht Rainbow Town. Ich weiß, ich habe jetzt irgendwas Falsches gesagt, aber es heißt Rainbow. Die Stadt heißt Rainbow Town, das Projekt heißt Rainbow. Nur um es klarzustellen. Falls ihr die letzte Folge bei Easy nicht gesehen habt, da haben wir versucht, ja, Minka und den Finn zu finden. Das hat aber nicht geklappt, weil wir im Wald eingeschlafen sind und, ja, das war dann ungefähr das Ende von unserem Suchabenteuer. Ich will das doch niemandem. So was jedenfalls sind die immer noch verschwunden aus irgendeinem Grund. Letzte Folge ist aber die Frau Turtle wieder aufgetaucht und ist jetzt wieder zurück in der Stadt. Und ich würde sagen... Die war richtig merkwürdig. Ja, die war merkwürdig. Wir haben die gefragt, wo die war. Und die hat richtig kurz angebunden geantwortet. War nur so auf Reisen. Das war's. Mehr hat die nicht gesagt. Ja, ganz genau. Das war richtig super komisch. Aber nee, du hast Schlamm am Gesicht. Au, easy. Oh, komm schon. Was ich mir überlegt habe, was wir machen können, und zwar kannst du ja sagen, ob du, get easy, ob du das auch machen möchtest. Und zwar habe ich mir gedacht, wir kennen uns ja noch nicht so gut aus in der Gegend. Und also bis jetzt waren wir dreimal im Wald und wir haben uns einmal kurz verlaufen quasi und sind eingeschlafen und zweimal, ne, nichts gemacht. Und ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wir können uns vielleicht bei dieser Frau X was holen und dann da ein bisschen die Stadt erkunden, beziehungsweise die Umgebung, damit wir auch mal ein bisschen wissen, wie es hier aussieht. Was sagst du dazu? Nein? Okay, keine gute Idee, machen wir das. Doch, können wir machen, das ist cool. Okay, die Miss X ist normalerweise hier in ihrem Laden. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Sie hat hier so Kisten auf dem Dach jetzt. Kisten als Dach? Interessant. Ja gut, sie ist eine Händlerin, kann schon sein. Sie ist eine Händlerin. Ja. Ja, aber die ist scheinbar gerade nicht da. Weißt du, wo die wohnt? Vielleicht ist bei sich zu Hause noch. Meinst du? Warte, ich weiß, wo sie wohnt. Sie war doch unten, wir haben das doch mal gesehen. Stimmt, ja, die war tatsächlich halbwegs in der Nähe von unserem Haus. Ja. Also richtige Richtung. Sie muss hier gewohnt haben. Ah, genau. Das war hier. Richtig. Da waren wir schon mal aus Versehen. Glaube ich. Miss X. Da ist sie doch. Hallo. Hallihallo. Hallo. Jemand da? Ah ja, sie ist zu Hause. Schönen guten Tag. Guten schönen Tag. Guten Morgen. Was darf sein? Easy und ich wollten gerne einen Ausflug machen und wollten wissen, ob es da irgendwas gibt, was wir bei Ihnen kaufen können, was uns da irgendwie was hilft. Vielleicht Wanderschuhe, ein Zelt oder ja, stimmt. Eine Karte oder irgend sowas. Ein Ausflug, ein Knebel für Ronjas Lass mich Mund. Mal nachschauen, was ich habe. Was? Ein Knebel für deinen Mund. Ich gleich abnehmen, Matsch. Junge Dame. Sie hat gesagt, sie guckt, was sie hat. Ich kann euch eine Ortskarte anbieten, hat sie gesagt. Das klingt gut, oder? Die nehmen wir. Ja, das klingt cool. Das Hier ist auf jeden eine Fall. Beere. Ich bezahle mit Schlamm. Ist das okay? Nehmen Sie das? Ich habe auch noch Gold. Scheint sie zu nehmen. Cosi nickt, sie nimmt den Schlamm. Ich will doch nicht unser Gold, wenn die Schlamm nimmt. Nein, vielen Dank. So, das Oder ist sie. Eine Ortskarte. Wunderbar. Ansonsten, gibt's sonst noch was? Hallo, wollen Sie uns noch was sagen, Frau? Haben Sie noch was? Können Sie uns was verkaufen? Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Weg den Fluss runter. Hier den gleichen Fluss, meinen Sie? Ich meine, das sieht ganz nett aus, würde ich sagen. Oder? Können wir machen? Brauchen wir ein Boot, oder? Ein Boot. Traumhafte Landschaft. Wirklich wunderschön. So, wunderschön sieht es nicht aus, aber vielleicht ist das, erkennt man das erst, wenn man wirklich fährt. Das kommt noch. Das kommt noch. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen nur ein Boot. Am besten rüber ins Reisebüro. Da könnt ihr euch ein Boot leihen. Oh, perfekt. Ah. Dann machen wir das, oder? Sind wir unterwegs? Jo, alles klar. Alles klar. Wiedersehen. Tschüdelü. Alles klar. Hier hoch geht's. Ja, wir können entweder den Fluss hier lang, den kleinen, okay, oder wir gehen den normalen. Ich schwimme den Fluss hoch. Du schwimmst hoch? Ja, wir erkunden okay, doch heute die Landschaft, oder? Nee. Ich glaube, wer schneller ist. Ich bin so ein schneller Schwimmer. Aber berghochschwimmen ist leider sehr, mühselig. Und? Erster! Wo bist du überhaupt hin? Du bist an den falschen Ort gelaufen. Ich war zum Erster. Hier am Bärenbusch, haben wir gesagt, treffen wir uns. Wir haben gesagt, wir treffen uns am Bärenbusch, haben wir gesagt. Nee. Hallo. Hallo. Guck mal, da ist ein kleiner Teich. Ist der nicht süß? Können wir auch Urlaub machen. Bleiben wir hier vor dem Reisebüro sitzen. Die ganze Zeit. Egal, lass uns mal reingehen, oder? Ja. Schönen guten Tag. Der sitzt. Hallo, ihr beiden. Hier nicht der Elefant? Ja, der sitzt ja. Da. Hallo, ihr beiden. Wir sind hier zahlende Kunden. Ah, wie heißt denn der? Mister. Wir wollen gerne ein Boot ausleihen. Das wurde uns gesagt, ist hier möglich. Ihr möchtet ein Boot ausleihen. Korrekt. Das wollten wir einen kleinen Ausflug machen. Hier den Fluss runter. Die Miss Mr. X hat World gesagt. Heißt, ja. Mr. World. Oh, guck mal, da will ich hin. Da willst du hin? Ja. Vielleicht ist das die wunderschöne Aussicht, den Fluss runter. Vielleicht ist das, was sie gesagt hat. Da wollen wir hin. Ja, natürlich. Hier gibt es Reisen aller Art. Wunderbar. Das
Das klingt doch. Warte mal, aller Art heißt, wenn hier ein ET-Bild hängt, kommen wir denn zum Mond? Aller Art hat er gesagt, aller Art ist drin. Aller Art, Reisen aller Art. Reisen aller Art. Wenn ihr jemals irgendwo hin wollt, kommt einfach vorbei. Alles klar, das merken wir uns. Welcome to the world. Genau, wir brauchen, hast du das Boot schon gekriegt? Ah nee, das hat sich, hat er noch. Hat sie. Ich glaube, es ist eher der Elefant. Ja, es tut mir leid. Entschuldigung, Herr Elefant, ich habe mich versprochen. Mr. World. Gut, dann gut. Machen Sie es gut. Vielen Dank und ich mache die Tür zu. Kommst du raus? Ja, ich bin da. Okay. Ich habe ein bisschen mit den Lampen rumgespielt. Tschüss. Auch immer spaßig. Okay, dann geht's runter zum Fluss, oder? Du hast da was im Gesicht. Nee, jetzt wirfst du mich. Nee. Ich weiß ja schon, was kommt. Ich renn weg. Ich lasse mich nicht nochmal. Ich habe eben extra, bin ich den Fluss hochgeschwommen, um mich abzuwaschen. Ja? Übereinfach. Ich mach Zielschießen. Und eins, zwei, drei. Du triffst mich nicht mal. Ja? Du bist voll der schlechte Zielschießer. Warte, da unten bei Miss X's getroffen. Haus war der Anfang, gell? Wieder getroffen. Ja, hier. Das denkst auch nur lang. Du. Das ist pure Einbildung. Okay, ja, genau. Hier. Ja, doch, wie es trifft. Ich sitze drin. Wollen Sie fahren, Madame Sonja? Ich fahre, ja. Problem, ja, ne? Sehr gut, dann los. Ja. Auf geht's. Oh Gott, ich bin... Bootsführerschein habe ich gemacht vor einigen Jahren. Deswegen ist der jetzt ein bisschen... Bisschen schwammig, ja. Ich hoffe, das stört dich. Bootsführerschein? Nö, ich habe keinen. Das war gelogen. Ich merk's. Wie jetzt? Du merkst. Oh, guck mal, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Es ist echt schön hier, oder? Guck mal, ja, tatsächlich. Oh, da kommt unser Haus. Stimmt. Guck mal, yes. Die Verbindung hätte ich zum Beispiel gar nicht gemacht, wenn wir jetzt hier keinen Ausflug gemacht hätten. Oder unter durch? Der Brücke durch. Oh, krass. Nee, oder? Guck mal, jetzt sind die Korallen, die wir sehen von unseren. Oh, guck mal, das sind unsere Zimmer da unten. Stimmt. Siehst du das? Ja, ich hab's gesehen. Das ist mein kleiner Kamin. Richtig schön. Dann drehen wir hier eine Runde. Ah, da kommt dein Zimmer jetzt, oder? Ja, warte, ist das mein Zimmer? Lass reingucken. Ja, das ist dein Zimmer. Ja, stimmt, das ist meins. Yeah. Mit dem hübscheren Bett, was ja zuerst dummerweise in deinem Zimmer stand, aber jetzt Gott sei Dank bei mir ist. Ich möchte wieder unter der Brücke durch. Okay. So. Das machst du gut. Danke. Also, naja, fast. Aber doch, das ist okay. Heißen? Ja, das ist sehr gut. Da ist jemand. Wo? Ach, guck mal, das ist Olivia. Hallo. Was gibt's denn? Hi, Olivia, was geht ab? Geht's dir gut? Alles klar? Jetzt tust du so, als wäre die richtige Homies und du bist nicht einfach in ihr Haus eingebrochen, letzte Folge. Hey. Oh, easy, baue mich nicht ab. Tu's nicht. Kannst du wieder einsteigen, du musst nicht schwimmen. Easy, bitte. Tu's nicht. Habt ihr schon die guten Nachrichten gehört? Finn und Minka sind wieder da. Okay. Finn und Minka sind wieder da? Scheinbar. Cool. Nein. Als ob, Olivia, erzähl. Was ist los? Ich bin aus Versehen aus dem Boot gehüpft. Du bist vor Schreck aus dem Boot gehüpft. Ich bin vor Schreck aus dem Boot gehüpft. Warte Gott, ich muss hier ins Land, sonst wird das nichts. Was macht ihr eigentlich hier, fragt sie. Ach, wir machen einen Ausflug. Wir fahren Boot, ja. Sieht man doch. Also, wir wollten uns die Gegend mal angucken, weil wir ja neu hier sind und haben gedacht, wir gucken es uns mal mit dem Boot. Genau. Das klingt schön. Viel Spaß noch. Vielen Dank. Wir können aber eigentlich... Wir sind fertig, oder? Wenn wir das Boot wieder zurückbringen. Wollen wir zu Finn und Minka? Ja, dann lass uns mal mit dem Boot zurück in die Stadt fahren. Das klärt sich gerne ein Stückchen und dann... Zack. Steigen Sie ein? Ich steige ein. Moment. Ich steige... Jetzt tschüss, Olivia. Mach's gut. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Sie geht. Ist schon weg. Ja, nett von ihr, dass sie uns Bescheid sagt, oder? Auf jeden Fall. Aber ich meine, sie hat uns ja auch den Auftrag gegeben, die zu suchen. Also passt das ja. Da oben ist ihr Haus. Das? Bist du? Sie ist da oben. Da unten ist ihr Haus. Oh, stimmt. Ja, ne? Guck mal, du fährst sehr viel souveräner als ich. Hast du wirklich das ist mir auch aufgefallen. Und ab ins Wasser mit dir! Ach, Mann! Nein, aber ich will mal ein Motorboot. Oh, warte, sollten wir das Boot zurückbringen? Ja, das ist ja nur ausgeliehen. Ausgeliehen, sonst zahlen wir hier am Ende noch Überziehungskosten oder so. Wie in der Bücherei, wenn man die Bücher zu lange ausgeliehen hat. Ja. Dann musste man doch immer Mahngebühren bezahlen. Ich weiß nicht. Du hast das Buch ausgeliehen, so 10 Jahre, und vergisst es abzugeben. Dann gibst du es irgendwann nach 10 Jahren ab und bist so, hallo, ich würde gerne dieses Buch zurückgeben. Die sind auch nur so, das war 2004, aber okay. Sie können es wegschmeißen, das will hier keiner mehr sehen. Anne, wieso steht unser Boot hier oben? Hast du das da hingestellt? Ich glaube nicht, hä? Aber ich hatte das nicht, du hast das da hingestellt. Doch, man kann es. Guck, du kannst es einfach, wir können es auch einfach hier abstellen, dann weißt du ja, dass es da ist. Oder stell das einfach vors Reisebüro. Ja, oder? Stimmt, ich kann es mir vorstellen, ja, stimmt. Musst du es gerade, genau, perfekt. Okay, stellen wir es da hin. Genau, witzig. Dann müssen wir auch keine Überziehungsgebühren bezahlen. Cool. Man kann das an Land fahren? Man kann das an Land fahren, das ist so witzig. Okay, wollen wir mal zu Finn gehen? Ja, lass machen. Wo ist der denn? Da sitzt er. Stimmt, da ist er schon. Hallöchen.
Freunde. Hey, wie geht's dir? Ist alles okay bei dir? Wir sind jetzt hier, wir wohnen jetzt ja schon eine Weile hier und haben uns gedacht, wir gucken mal bei dir vorbei. Ihr dürft jetzt doch hier wohnen? Juhu! Ja, aber der Punkt ist ja eigentlich, du warst ja entführt oder verschwunden oder keine Ahnung, wo du warst. Was ist damit? Aber er hat vielleicht nur nach seiner Mutti gesucht. Meinst du? Ja, bestimmt. Wieso sollte er entführt werden? Keine Ahnung, der war eine Weile weg. Wie jetzt? Zwei Tage weg? Wie jetzt? Also, naja, verschwunden. Also, du wirst ja schon wissen, dass du zwei Tage hier nicht in der Stadt warst. Ich? Ja, du. Ich glaube, er hat nur nach seiner Mutti gesucht. Ja, vielleicht war das mit dem Verschwinden. Aber die ist ja jetzt auch wieder da, das heißt, alles cool. Ja, stimmt, deine Mama ist ja wieder da. Nee, so ein Quatsch, das wüsste ich aber. Ich war doch die ganze Zeit hier. Okay, weil dein Papa hat dich gesucht. Deswegen habe ich gedacht, du wärst vielleicht verschwunden. Aber wenn du hier warst, ist ja alles gut. Dann, gucken wir nochmal nach Minka, oder? Was mit der ist? Ja, können wir machen, wenn die auch wieder war. Dann, mach's gut, viel Spaß noch, schönen Tag dir. Okay. Tschüssi. Okay, cool. Minka könnte noch beim Bauernhof sein, oder? Stimmt, die war ja hinten beim Farm. Naronja, wo ist die Farm? Okay, pass auf. Ich krieg das hin. Ich orientiere mich hier am Brunnen, ja? Ich weiß, der Brunnen ist so ziemlich in der Mitte. Und die Farm war Richtung Regenbogen-Tor. Und das war hier. Ist das richtig? Ist das richtig? Es ist falsch. Okay. Nein. Rückzug. Das war hier. Hier lang ging's. Ah? Auch nicht. Okay, Mist. Okay, warte. Easy, kannst du mir einen Tipp geben? So wärmer oder kälter wie früher Topfschlag? Nee? Freund, ja. Ernsthaft? Nee. Oh, du machst mich wahnsinnig. Hier ist es. Hier ist es. Ich wusste es. Erster Versuch. Hier ging's lang. Nix ist. Doch, hier ging's lang. Hier ist das Tor. Guck mal, da haben wir hier auch schon. Ach, ja, an dem Tor habe ich's erkannt, richtig. Oh, das sieht so hübsch aus mit den Blumen. Stimmt, so ein kleiner Blumenkranz. Total süß. Hallo, guten Tag. Na, wer seid ihr beiden denn? Ich bin Ronja und das ist... Das ist Sonja. Was ist hinter mir? Ich bin Easy. Was geht? Das ist Sonja. Selber. Schön, euch kennenzulernen. Was gibt's denn? Wir wollten nur mal hören, wie es so geht und Hallo sagen, weil sie ja jetzt auch die letzten Tage nicht da waren, beziehungsweise irgendwie, keine Ahnung, verschwunden. Ihr Mann hat ihn nämlich, glaube ich, hat sie gesucht. Verschwunden? Ja, verschwunden. Ja, also verschwunden. Halt verschwunden, kurz nicht da, abwesend. Den Kopf geschüttelt. Allgemein unanwesend, wollte ich sagen. Nee? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin jedenfalls nicht verschwunden. Okay, wenn sie das sagen, dann... Alles klar, gut, dann machen sie es gut, würde ich sagen. Wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, ihr zwei. Tschüssi. Danke. Machen Sie es gut. Tschüss, Minka. Komisch irgendwie. Richtig merkwürdig. Also bei Finn habe ich mir gedacht, das kann vielleicht sein, weil ich es ungünstig formuliert habe, weil ich zwischendurch noch das Entführt reingehauen habe und das war dann vielleicht irgendwie so, keine Ahnung. Aber, also... Oh, sie fährt mit dem Traktor, guck mal. Oh, guck mal. Oh, krass. Wie süß. Ja, vielleicht war sie wirklich nicht verschwunden, sondern, was weiß ich, irgendwo auf dem Feld oder aber so. Aber alle beide? Also das ist ja schon komisch. Ich meine, erst Miss Turtle, die da irgendwie... Ja, die war ja die sich aber irgendwie nur komisch auf einer verhält. Reise. Ja, aber also, die war auf einer Reise, aber die war danach ein bisschen merkwürdig. Dann Finn. Der war... Drei Tage war der weg. Und dann sagt er war nie weg. Und er war die ganze Zeit hier. Aber sein Papa hat ihn gesucht. Sein Papa hat ihn tagelang gesucht. Und Olivia hat ihn auch gesucht. Ich weiß es nicht, aber komm, lass die Leute doch hier einfach, wenn die... Die müssen dir auch nicht alles sagen, Ronja, weißt ich, du? Vielleicht ich wundere geht mich das nur. Einfach vielleicht an, geht's mich nichts sind. An, aber ich sag nur, ich wundere mich. Ja, naja, okay, jedenfalls war es das mit dieser Folge von Rainbow. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut euch unbedingt die letzte und auch die nächste Folge an. Die kommen beide bei Easy und den Kanal verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Und ansonsten abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!